Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der DAX ist gestern mit Zugewinnen von knapp 5,7% in die neue Woche gestartet. Der baldige Neustart der Wirtschaft und Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19 beflügelten die Stimmung. Der DAX ging über 11.000 Punkten aus dem Handel. Blicken wir jetzt nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen. Franzi, nach diesem Kursfeuerwerk gestern, ist heute vielleicht erstmal ein bisschen Durchschnaufen angesagt beim DAX? Wie wird er erwartet? Einen schönen guten Morgen. Ja, besser kann man eigentlich ja nicht in die neue Woche starten, als dass der DAX gestern hier für uns gemacht hat. 5,7% ging es hier letztlich nach oben über die 11.000-Punkte-Marke. Heute dürften wir noch mal etwas zulegen, aber vielleicht nicht gleich in diesem Tempo. Das heißt, wir rechnen damit, die 11.100-Punkte-Marke dürfte erst einmal im Visier der Investoren stehen. Und wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann haben wir gestern beim Dow Jones ebenfalls einen hervorragenden Start in die neue Woche gesehen. Dort ging es um 3,9% nach oben. Der Dow wieder über der 24.000-Punkte-Marke. Neben der Impfstoffhoffnung gegen Covid-19 war es Optimismus, was das Thema Lockerung eben in einigen US-Bundesstaaten anging. Und hinzu kamen dann auch noch Aussagen vom Fed-Chef Powell, der eben erwartet, dass es im Sommer bereits zu einer Konjunkturerholung kommen könnte. Und wirft man einen Blick auf die asiatischen Märkte, dann setzen die das auch schon positiv um. Nikkei und Hang Seng rund 2% im positiven Bereich. Und beim Shanghai Composite geht es ebenfalls um 0,6% nach oben. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Das war der Ausblick auf den heutigen Handelstag. An dieser Stelle folgt unsere Marktidee. Heute ist dies ebenfalls ein Index, und zwar der S&P 500. Der S&P 500, der hatte am 19. Februar ein Rekordhoch bei 3.394 Punkten markiert. Ja, der anschließende dynamische Abverkauf führte dann zum Bruch des langfristigen Aufwärtstrends und ließ die Notierung in der Spitze um rund 35% einbrechen. Ausgehend von einem 4-Jahres-Tief startete dann eine Erholungsrallye, die weiterhin intakt ist. Gestern stieg der Index auf ein 11-Wochen-Hoch. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Ja, und ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.